Wir benötigen eine Heißklebepistole, eine Schere, Draht, Trockenblumen und Holzperlen in unterschiedlichen Größen. Ich verwende Holzperlen in 4 unterschiedlichen Größen. Die größte Perle hat einen Durchmesser von 20 mm, dann 17 mm, 15 mm und 10 mm. Diese Perlen sind für den Kranz und wenn man möchte, kann man optional dann noch am Ende weitere Kugeln verwenden, am besten ohne Loch, die man dann an den Kranz dran klebt. So, wir schneiden uns den Draht bei gut 3 Metern ab. Jetzt führen wir die Holzperle mit dem Durchmesser von 17 mm, also die zweitgrößte, auf den Draht und zwar in die Mitte, sodass die beiden Drahtenden gleich lang sind. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns die größte Kugel und fädeln die auf eine Seite. So, und die kleinere Kugel, also die mit dem Durchmesser von 15 mm, kommt auf die andere Seite. Wenn das gemacht ist, nehmen wir uns wieder die Kugel mit dem Durchmesser von 17 mm und die wird jetzt hier in die Mitte gefädelt. Das heißt, wir fädeln beide Drahtenden durch diese Kugel. So. Und das ziehen wir dann schön fest. Und nach dem gleichen Prinzip geht es weiter. Also auf die rechte Seite kommt immer die große Kugel und auf die linke Seite die kleinere Kugel und in der Mitte dann die mittlere Kugel, wo wir dann beide Drahtenden durchführen. So, hier haben wir jetzt wieder die beiden seitlichen Kugeln und jetzt kommt die verbindende Kugel, wo beide Drahtenden durchgeführt werden. So, und das auch wieder schön festziehen. So, am Ende werden die letzten zwei Perlen aufgefädelt und dann führen wir die beiden Enden durch die erste Perle und schließen somit den Kreis. Wenn das jetzt gemacht ist, führen wir den Draht, der hier nach innen führt, einmal nach außen und zwar durch diese 3 Perlen. So, und dieser Draht wird durch diese Perle geführt, sodass beide Drahtenden aus der gleichen Perle rausgucken. Als nächstes kommen jetzt die kleinen Perlen dran, die werden hier immer in die Zwischenräume gefädelt. So, und bei der letzten Perle werden wieder beide Drahtenden durchgeführt. So, und dann kann man das so ein bisschen zusammenzwirbeln und hat dann auch schon gleich eine Aufhängung. So, und als nächstes kann man einfach hier so in die Zwischenräume ein paar Perlen dran kleben mit der Heißklebepistole.
So, wenn wir die Kugeln alle aufgeklebt haben, nehmen wir uns die Trockenblumen und stecken die hier rein oder können die auch mit Heißkleber befestigen. So, und dann sind wir auch schon fertig.